Angelo, ich nehme das. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Frau Schneider. Bitte schön. Um nochmal auf Carla zurückzukommen. Du hast natürlich völlig recht. Sie darf dir das Kind nicht vorenthalten. Was soll ich denn machen? Gerichtlich dagegen angehen? Da würden sich die Fronten nur noch mehr verhärten. Naja, vielleicht kommt sie ja von alleine zur Vernunft. Sieht nicht gerade danach aus. Tschüss, Charlie. Ah, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Graf Landstein, Gräfin Landstein. Kurt Pröske vom Düsseldorfer Kurier. Dürfte ich ein Foto machen von Ihnen? Gott, das ist doch mal auch immer noch nicht vorbei. Ja. Danke, das war's schon. Wie die beiden nur den Presserummel ertragen. Naja, dabei war das gerade harmlos. Als Ansgars Sohn verschwunden ist. Naja, Feingefühl ist ein Fremdwort für die Journalie. Wenn ich meine Tochter verlieren würde, ich wüsste nicht, ob ich das verkraften könnte. Daran darfst du gar nicht denken, Lars. Doch, weil es so wäre. Wenn ich keinen Kontakt zu meiner Tochter haben dürfte. Ich habe hier auf dich gewartet, weil oben niemand war. Hast du kurz Zeit? Ja. Ich habe noch mal drüber nachgedacht, was du vorhin zu mir gesagt hast. So sehe ich die Sache eben, auch wenn du anderer Meinung bist. Nein, Lars, du hast völlig recht. Unsere Tochter kann nichts dafür, dass die Idee von einer Familie zu dritt nicht funktioniert. Es kommt darauf an, ob man will, dass sie funktioniert. Es wäre einfach nicht fair. Weder dir noch der Kleinen gegenüber, wenn sie ohne Vater aufwachsen muss. Sie soll nicht unsere Probleme ausbaden müssen. Und deswegen möchte ich, dass du sie regelmäßig besuchst und Zeit mit ihr verbringst. Wenn du das noch möchtest. Ob ich noch will? Natürlich. Ich habe nur nicht mehr damit gerechnet. Hallo. Hallo. Susanne. Ich würde mich jedenfalls freuen. Dein Kind braucht dich. Das ist mir jetzt klar geworden.